Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Long Dark. Ja, der McKenzie hat es gerade eben angesprochen. Es wird kalt, sogar richtig kalt. Das ist aber mein geringstes Problem. Denn ich habe mich ja hier in eine schlechte, Lage gebracht. Ich komme nicht runter, weil ich überladen bin. Ich komme aber auch nicht hoch, weil ich auch überladen bin. Yay! Und demzufolge müssen wir hier fast irgendwie ein kleines Feuer errichten. Mit den Dingen, die es hier gibt. Und ja, dann kann ich nur hoffen, dass ich mich noch ein bisschen hinlegen kann, beziehungsweise genügend Kräfte sammeln kann, um hier entsprechend den Auf- oder Abstieg wagen zu können. Da schauen wir mal, wie wir uns dann entscheiden. So, erstmal ein Feuer machen. Gut, okay. 7 Minuten, ja, das ist eigentlich überhaupt nichts. 41 Minuten Brenndauer. Okay, das gefällt mir schon besser. So, Dele, sehr schön. Packen wir die Stöcke auch gleich mal rein. Habe ich eigentlich noch irgendwas zu trinken bei mir? Natürlich nicht. Mann, oh Mann. Schlecht vorbereitet wie immer. So, Sodele. Und die hier nehmen wir auch gleich mal. Sehr schön. Ne, beim Lagerfeuer möchte ich nichts machen. Ich möchte hier eigentlich nur die Dosen entsprechend gleich mal mit Wasser befüllen. Sehr gut. Oder besser gesagt mit Schnee. Gut, da haben wir auch noch ein paar Stöcke. Fragt sich natürlich nur, wie lange die herhalten werden, denn Stöcke sind natürlich, ja, eigentlich nicht sonderlich ergiebig, was die Brenndauer angeht. Wie lange dauert es noch? Okay, 9 Minuten. Da haben wir noch einen Stock. Ui, und da hat anscheinend der Blitz eingeschlagen. Aber gut, das ist ein Vorteil, denn dadurch haben wir Zedernholz bekommen. Schön. So, Dalle, okay. 3 Stunden, 23 Minuten brennt hier das Feuer. Nun gut, dann legen wir uns am besten im Anschluss gleich mal hin. Wenn hier der Schnee geschmolzen ist. Dauert nur noch ein bisschen. So, mitnehmen und mitnehmen und dann gleich mal wieder Schnee schmelzen. Sehr schön. So, Adele, hinlegen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich habe den Schlafsack liegen gelassen beim Jeremiah in der Hütte. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Oh Mann, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, ich habe noch eine Idee. Wir haben ja relativ viel Kaffee dabei. Mit dem Kaffee könnten wir uns vielleicht wieder ein bisschen, ja, nach oben pushen. Von der Energie. Ich glaube, das machen wir. Wir haben sowieso eigentlich keine andere Wahl. So, Dalle, sehr schön. 1 Liter. Wie schaut es hier aus? 9 Minuten bis zum Schmelzpunkt und da dauert es 8 Minuten. Okay. Zumindest ist es hier schön warm. Das ist der einzige Vorteil bei dem Ganzen. Wenigstens etwas. 6 Minuten und 5 Minuten, okay. Dann können wir im Anschluss gleich mal Kaffee aufsetzen. Ich weiß nur nicht, wie viele Tassen Kaffee wir brauchen. Wahrscheinlich schon ein paar. Denn der Aufstieg ist ja kräftezehrend. Und ich will ehrlich gesagt nicht runterkrachen. So, mitnehmen. Mitnehmen und Kaffee braucht man. Nehmen wir vielleicht mal den. Der muss sowieso weiter, bevor das schlecht wird. So, dale. Gut. Und ja, das Wasser können wir dann natürlich gleich mal wieder abkochen. Beziehungsweise reinigen. Nicht abkochen.
Gut, okay. Das wäre geschafft. So, 10 Minuten, 9 Minuten. Okay, jetzt heißt es warten. Aber möglichst hier am Feuer natürlich. Das Problem ist, hier geht schon verdammt weit rauf. Runter kommt man immer, heißt's. Die Frage ist nur, ob ich das dann überlebe. Wenn ich hier wirklich abstürzen sollte. Oder wir gehen einfach wieder ganz nach unten. Wäre auch eine Option. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt haben wir eigentlich schon die Hälfte geschafft. Von daher will ich eigentlich nicht runtergehen. So, der Kaffee, hoppala. Ah ja, ist fertig. Sehr schön. Gleich mal trinken. Sehr, sehr gut. So, Erschöpfung verringert. Genau um das geht's. Wie schaut's jetzt aus? Ah ja, sehr gut. Wir sind wieder ein bisschen, ja, besser beisammen, was die Erschöpfung angeht. Gleich noch mehr Kaffee kochen. Jetzt wird mein Charakter hier zum Kaffee-Junkie. So, wir warten. Aber nicht zu lange. Das reicht. Hoppala. Das war aber richtig schnell aufgenommen. So wollte ich das eigentlich gar nicht, aber gut. Es pressiert sowieso ein bisschen. Von daher vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Gleich mal wieder Schnee schmelzen. Also so 6 Tassen Kaffee, glaube ich, sollte man nämlich schon intus haben. Bevor wir uns an den Aufstieg wagen können. Wo haben wir jetzt noch Kaffee? Da haben wir ihn. Trinken. Das Gute ist, dadurch bekommen wir auch gleichzeitig wieder ein bisschen, ja, den Magen hier voll. Auch nicht verkehrt. Und die Temperatur steigt natürlich auch. Wie schaut es jetzt aus? Ah ja, wir sind bei der Hälfte. So 3/4 voll, wie gesagt, sollte das Ganze schon sein. Okay, nehmen. Nehmen. Und na, setz mal vorsichtshalber nochmal was auf. Sicher, sicher. Lieber habe ich zu viel Kaffee-Intus als zu wenig. So, wir haben sogar noch einen Liter, okay. Was wollte ich jetzt? Das wollte ich. Wasserreinigungstabletten. Zum Glück habe ich die wenigstens dabei. Immerhin etwas. So, wie lange brennt noch unser Feuer eigentlich? 1 Stunde 45. Okay. Das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Das könnte man sogar wirklich schaffen. So, das reicht. Nicht mehr zu lange warten. Nehmen und gleich Kaffee aufsetzen. So, da, sehr schön. Und natürlich auch wieder. Richtig. Das Wasser reinigen. Gut, okay. So, 11 Minuten, 10 Minuten. Also werde jetzt warten im Minutentakt, aber es hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. So, dalle. Nochmal Kaffee. Nachher kann mein Charakter überhaupt nicht mehr schlafen. Weil er so viel Kaffee getrunken hat. Wunder wäre es keins. Okay. Also nach den beiden Tassen, glaube ich, können wir den Aufstieg wagen. Vielleicht noch geschwind was futtern. Ein Müsliriegel, ja. Hört sich gut an. Was haben wir noch dabei? Eine Dose Sardinen, okay. Auch mal runter damit. Wir müssen hier bestens vorbereitet sein. 6 Minuten und das Feuer brennt noch 50 Minuten. Ah, soll ich mir nochmal Kaffee abkochen? Das wären aber dann schon 10 Tassen. 10 Tassen ist schon ein bisschen viel Kaffee, oder? Ein bisschen sehr viel Kaffee. Auf wie viele Minuten verteilt? Ich glaube keine 2 Stunden. Nun gut, wir schauen mal, wenn wir die beiden Kaffeetassen hier heruntergeschlürft haben, wie es dann ausschaut. So, dann eine Minute braucht er noch, der Kaffee. Sehr gut, trinken.
Okay, was sagt die Erschöpfung? Die Erschöpfung sagt, das ist gut. Das machen wir so. Aufnehmen. Aufnehmen. Drückt mir die Daumen, dass das funktioniert. So, rauf mit dir. Ja, schaut gut aus. Schaut sogar sehr gut aus. Wir kommen hier schnell voran. Und vor allem musste ich nichts zurücklassen. Weil das wollte ich vermeiden. So, Dolle. Puh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir sind oben angekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob uns das was gebracht hat oder nicht. Aber das werden wir gleich herausfinden. Wo bin ich denn hier? Ui, ein Karnickel. Nee, sogar zwei. Vorsicht, da geht's wahrscheinlich tief runter. Nicht, dass ihr da abstürzt. Seeausblick. Okay. Ja, da hat man wirklich einen schönen Ausblick. Allerdings schneit's jetzt heute. Aber gut, man kann hier alles schön überblicken. Das ist schon cool. Da hinten steht auch noch eine Hütte, oder? Ich glaube schon, ja. Interessant. Vielleicht sollten wir da mal hintergehen. Gibt es hier noch irgendwas oben? Vielleicht eine Art Aussichtspunkt oder eine Art Hochsitz, irgendwas? Das kann ja eigentlich nicht alles gewesen sein, oder? Oder eine Höhle. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ah, was haben wir da hinten? Da ist doch ein kleiner Felsvorsprung, oder? Was ist das? Das ist eine Höhle. Aha! Sehr gut. Sogar richtig gut. Ein Buch, okay. Da haben wir noch was zu trinken. Thank goodness. Hätte ich zwar jetzt nicht gebraucht, aber gut, jetzt ist es schon wurscht. Okay, die brauchen wir definitiv nicht. Ach, die brauchen wir auch nicht. Ah, den nehmen wir schon mit. Da hätten wir noch ein Feuer, das zwar ausgebrannt ist. Ein paar Stöcke. Was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir nichts. Ne, ich glaube, hier werden wir nicht weiter fündig. Ein Schlafsack wäre jetzt cool gewesen. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ne. Da haben wir leider nichts. Nun gut, zumindest haben wir einen schönen Ausblick über den See genießen dürfen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir wieder runter? Ah ja, ich glaube, das ist der schnellste Weg. Und wenn wir jetzt noch ein Luckpolling finden würden, dann wäre ich schon vollends zufrieden. Weil dann könnten wir nämlich auch die Heimreise antreten. Aber hier gibt es keine Lackbohrlinge, so wie es ausschaut. Uiuiui, da geht steil runter. Vorsicht. Vorsicht, nur nichts überstürzen. Ah. Ah, ist gefährlich. Sehr gefährlich. Aber gut, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, dann hier rüber. Und darunter. Gut. Ich brauche ja immer noch, wie gesagt, diesen Luckpolling. Außerdem können wir uns bei der Seehütte Nummer 2 umsehen, denn da haben wir ja noch den Schlüssel bekommen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich glaube es zwar nicht, dass wir da hinten fündig werden, was die Luckpolling angeht, aber. Nun gut, Hauptsache, wir wissen mal, was sich in der Seehütte da befindet. Hoffentlich was Gutes. Irgendwas Nützliches. Das wäre jetzt schön. Wie spät ist es? Okay. Ah, geht eigentlich noch. Wenn wir uns ranhalten, könnten wir sogar vor Sonnenuntergang wieder zu Hause sein. Könnten. Versteht sich.
Lackporlinge. Ich finde einfach keine. Da hinten geht auch ein Seil rauf. Sehe ich gerade. Da in der Ferne. Aber gut, da gehen wir jetzt nicht hin. Seehütte Nummer 2. Aber nee, halt mal. Die beiden Seehütten haben wir uns doch schon angeschaut. Muss ich direkt selbst kurz überlegen. Ja, ich glaube schon. Hier war ich schon drin. Ist es die Seehütte Nummer 2? Na, stehen keine Hausnummern dran. Aber da waren wir definitiv schon. Das weiß ich. Scheibenkleister. War denn jetzt hier die Reise umsonst? Vielleicht aber auch nicht, denn da drüben gibt es auch noch Seehütten. Ah, die haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen anscheinend. Nun gut, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns dann natürlich auch noch ein bisschen um. Mitten am See. Neuer Ort entdeckt. Da waren wir also noch nicht. Hier komme ich aber auch gar nicht rein. Nun gut, wie schaut's denn dann hier aus? Ui, zugeweht. Sogar richtig zugeweht. Aber reinkommen tue ich. Okay. So, hier gäbe es ein Bett. Das ist zumindest schon mal erfreulich. Hier gäbe es auch noch Wolfäustlinge. Und anderes gutes Zeug. Eine Tomatensuppe, okay. Braucht man nicht. Da haben wir noch was. Eine Notiz. Hinweise auf ein Vorratsversteck. Sieht aus, als war diese kleine Notiz für eine bestimmte Person gedacht. Schwer vorzustellen, da diese Gegend sehr karg ist. A. Ich bin auf dem Weg zum abgeholzten Gebiet. Habe ein paar Vorräte versteckt, wo sie niemand findet. Wenn du etwas brauchst, suche nach dem alten Baumstumpf zwischen zwei Holzstapeln. K. Okay. Ja gut, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Und da schauen wir doch gleich mal auf unsere Karte. Ah ja. Da oben hätten wir diverse Vorratsverstecke noch, die wir uns angucken könnten. Vielleicht werden wir da auch fündig mit dem Lackporling. Aber gut, wir sind jetzt erstmal hier im ganz anderen Gebiet. Im ganz anderen Eck von der Karte. Naja, gut zu wissen auf alle Fälle. So, weiter geht's. Okay. Es schneit noch immer. Naja. Ist das vielleicht die Seehütte Nummer 2? Ja, das könnte sie sein. Und die ist auch verschlossen. Und was sich hinter dieser Tür befindet, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Servus.